Turbine also nur im kleinen Finale gegen Glasgow City. Gegen die Schottinnen hatten die Potsdamerinnen in der Vorrunde einmal gewonnen und einmal verloren. Doch Turbine wollte unbedingt wenigstens den dritten Platz und so spielten sie auch Dauerbeschuss aufs schottische Tor und Svenja Huth besorgt das 1:0 nach 5 Minuten. Weiter rollte der Ball nur in eine Richtung. Viktoria Schwan zieht ab, 2:0. Doch in derselben, der 9. Spielminute, Anschlusstreffer für Glasgow durch Denise O'Sullivan, die ja auch beste Torschützin des Turniers wurde. Und eine halbe Minute später trifft sie schon wieder, 2:2. Doch dann wieder Turbine am Drücker, Scheibenschießen aufs schottische Tor und Viktoria Schwalm macht es dann ganz überlegt und abgeklärt, 3:2. So geht attraktiver Hallenfußball mit in Potsdam. Svenja Huth sieht die freigelaufene Ulla Draf und die fackelt nicht lange und zieht ab ins lange Eck. Turbine Potsdam schlägt also Glasgow City mit 4:2 und sichert sich damit zumindest den dritten Platz beim internationalen Turbine Hallencup in der MBS Arena. 22, Stefanie! Danke!